So, ich muss jetzt mal fragen. Gibt es Menschen, die nicht wissen, was Dizzy versus Chat ist? Weil wir haben ja noch ein paar neuere Zuschauer dabei. Eventuell, man möchte sie auch abholen. Gibt es Menschen, die das nicht wissen? Oha. 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 Ja, auf jeden Fall, Graf Balu. So viele? Wow, Chat, na dann hole ich euch jetzt erstmal ab. Also pass auf, Freunde der Sonne. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Hitman-Spieler. Und ich würde auch sagen, ein sehr, sehr guter Hitman-Spieler. Und auch relativ bekannt dafür, Hitman zu spielen. Ich habe immer so Phasen im Jahr, da gehen wir da mal voller Esse rein. Und das ist eine große Leidenschaft von mir. Wir spielen jedes Jahr zu Weihnachten, spielen wir Hitman. Am 24, 25, 26, also ne, das ganze Programm. Wir spielen seit, ich glaube, 7 Jahren. Spielen wir zu Weihnachten Hitman und dadurch hat sich eine große Leidenschaft breit gemacht. Wir haben also letztes Jahr Weihnachten, um das Ganze ein bisschen interaktiver und witziger für euch zu gestalten, haben wir uns was einfallen lassen und das nennt sich Dizzy vs. Chat. Das heißt also, wir gehen jetzt in Hitman 3 rein und in Hitman 3 kann man Hitman 1, 2 und 3 spielen. Also ich hoffe, dass das mittlerweile so ist. Und ihr könnt jetzt aussuchen, A, welches Hitman wir spielen, welche Mission wir spielen und wie die Ziele getötet werden. Und das Ganze machen wir jetzt den Rest des Tages, dass ihr das aussucht und ich muss das ausführen. Und dazu gibt es dann auch noch ein gewisses Regelwerk. Also sowas wie, Dizzy muss in einer Stunde diesen Kill so und so machen. Oder Dizzy hat nur 5 Versuche, das so und so zu machen. In der Regel, kommt auf das Assignment drauf an, müssen wir alles lautlos machen, ohne Nicht-Ziele zu töten. Das heißt, wir töten hier in Hitman nur Ziele. Und das ist Dizzy vs. Chat. Und hier gibt es eine Menge Kanalpunkte zu holen, wenn ihr denn richtig liegt. Ihr werdet das wahrscheinlich genauso sehr feiern wie ich. Aber lasst mich euch meine Expertise in Hitman zeigen. Oder zu verlieren. Das geht natürlich auch, ja. So, geht das jetzt hier an oder geht das jetzt hier nicht an? Rein und Hokkaido. Ich glaube, Hokkaido haben wir sogar schon abgeschlossen, Phil Britt. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich hoffe mal, dass wir mittlerweile alles synchronisieren können. Du musst in einem Versuch das Ziel mit einem Headshot zu töten. Zum Beispiel, genau. Es muss natürlich aber auch ein bisschen realistisch sein. Ne? Also ein Versuch ist schon... Also wir machen ja im Grunde genommen nur Sachen, die... Was haben wir denn jetzt hier? Exklusiv Vollbild, V-Sync, yes. Oh nice, ich kann HDR anmachen. Ich lass mal HDR aus, Ultra, wir spielen alles auf voller Esse. Speichern, let's go. Ich bin sehr gespannt, wie es auf dem neuen Monitor ist. Maga, ich liebe, also The Art of TK, ich liebe Hitman, wirklich. Also ich bin ganz, 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 ganz großer Hitman-Fan. Also wirklich. Wenn ich für eine Spieleserie bekannt bin, dann für diese. Für Wolfenstein und für Hitman. Wobei Wolfenstein habe ich dieses Jahr noch nicht gespielt. Gibt es denn besondere gemeine Ziele? Zeige ich euch gleich. The fuck ist das da oben? Twitch Prime is not a crime. Blue Frog, dankeschön für 15 Monate. Season of Wrath. Moinsen, Magga. R0Don gifted A-Tier 1 Sub 2 THEARTOFTK. They have given 8 gift subs in the channel. Okay. Habe ich jetzt HDR an oder nicht? Wir müssen noch mal kurz in die Option gucken.
Warum ist mein Bildschirm so dunkel? Müssen wir mal gucken. So, wir müssen uns natürlich erstmal mit der Dings hier bekannt machen. Okay, haben wir Hitman 1, 2 und 3 hier drin? Das müssen wir kurz mal gucken. New York, das ist Hitman 2, Hitman 3. Okay, wir haben alle, wir haben alle drin, das ist schon mal gut. Dann schauen wir ganz kurz mal nach dem Ding hier. Konto ist verknüpft, aktualisieren. Okay, Chat. Ihr dürft jetzt wählen zwischen Hitman 1, 2 oder 3. Ist zufällig ein Mod da, der eine Abstimmung aufmachen könnte? Oder kann ich das selber schnell machen? Ja, kann ich auch selber schnell machen. Machen wir schnell am MacBook auf hier. Oh, ich liebe Hitman. Fuck my life, ich hab's vermisst. Tschüss, Farbskastler! Boah, hab ich das vermisst. Abstimmung. Vorhersage. So. Abstimmung. Hier. Okay, halte durch. Wir laden deine Aktivität. Neue Abstimmung. Welches Hitman soll es sein? Hitman 1. So, ich mache 3 Minuten für die Abstimmung. Nein, ich mache 5. Okay, Umfrage ist offen. Könnte reingehen. Hey, Beef Moinsen. Scheiße, Gecko hat wieder was losgetreten. War das Gecko? Ja, ich glaube, Gecko hat das losgetreten. Zeig nochmal die Maps. Also, wir haben Paris, Italien, Marokko, Thailand, USA, Japan, Neuseeland, USA, Kolumbien, Indien, USA, Nordatlantik, USA, Malediven, Vereinigte Arabische Emirate, England, Deutschland, China, Argentinien, Rumänien. Okay, so wie es aussieht, gibt's wohl... Oh, oh, ist knappi. Aber Hitman 3 ist vorne. Hitman 1. Okay. Es wird wohl Hitman 1 werden. Oh, hier sind so viele drin. Warte mal. Okay. Die Abstimmung ist durch. Das wird auf jeden Fall Hitman 1. Abstimmung beenden. Abstimmung konnte nicht gelöscht werden.
Okay, toll. Toll, dass die Funktion überhaupt nicht funktioniert. Klasse, Twitch. Freut mich wieder total, dass ich wieder alles machen kann hier. Ach, come on. Okay, Chat, dann müssen wir das eyeballen. Twitch ist wieder dumm gerade. Das Feature, das eigene Haus, eigene Feature funktioniert nicht. Okay. Kannst du eine neue aufmachen, Error? Kannst du eine neue aufmachen? Weil ich kann keine neue aufmachen. Weil dann müssen wir jetzt nochmal die Level mit reinmachen. Aber mach dann mal bitte 2 Minuten, dass wir nicht zu lange warten. So, dann werde ich nochmal schnell Bescheid geben. Wie heißt der Level? Paris? Sapienza? Also die sind gerade alle auf dem Bildschirm. Excuse me? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Bin ich hier richtig bei Speckmann 47? Oh, Speckmann ist nicht mehr, Sergei. Speckmann ist nicht mehr, Maga. Wir sind schon fast drinne. Ich dachte, es war Dickmann 47, aber ist nicht mehr. Ich bin ja sehr gespannt, was ihr wählt. Toll, ich kann diese Abstimmungsfeature nicht mehr benutzen. Ach, Twitch. Ah, jetzt geht's wieder. Aha, hier, welches Level haben wir denn? Paris? Warum? Oh, Paris, okay. Paris, die Stadt der Liebe! Oh nein, H-Chat, ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Boah, ich hasse euch so sehr, Chat. I hate you. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr, Sven. Syrah, weil Error das nicht gesehen hat. Alles gut, ist mein Fehler. Error konnte den letzten Hokkaido nicht sehen. Das machen wir dann im nächsten. Ihr blöden Pisser, ihr. Ah! Ihr blöden Pisser, ihr müsst natürlich gleich wieder Colorado wählen, weil, ey, wir können ja auch ein Dreivierteljahr kein Hitman spielen. Ey, Dizzy, schön, dass du wieder ein Hitman bist. Kannst du gleich mal 4 Targets machen, Alter. Geil, ey. Geil. Okay, es wird wohl Colorado-Chat. So, Filter ändern. Unerledigte Anzeigen. Was haben wir denn hier? Wo sind sie denn alle? Schließen Sie der Vektor ab, indem Sie alle Leichen, warte mal, alle Leichen aller Ziele verstecken. Vektor ist was? Was ist denn Vektor gewesen?
Okay, was haben wir denn hier? Schließen Sie der Vektor. Ich weiß gerade nicht, was der Vektor ist. Aber wir gehen mal die Attentate durch. Schließen Sie der Vektor ab, indem Sie alle Ziele durch Unfälle eliminieren. Schalten Sie alle Ziele mit genau 5 Kugeln aus, ohne einen Schuss zu verfehlen. Was war denn der Vektor jetzt eigentlich? Eliminieren Sie Maya Parvati mit einem brennenden Benzintank. Eliminieren Sie Sean Rose, Ezra Berg, Penelope Graves und Maya Parvati mit tödlichem Gift. Eliminieren Sie Penelope Graves mit einem Kronleuchter. Eliminieren Sie Sean Rose, indem Sie ihn den Wassertrog ertränken. Eliminieren Sie Sean Rose mit der explodierenden Uhr. Eliminieren Sie Sean Rose, Ezra Berg, Penelope Graves und Maya Parvati mit der Klavierseite. Töten Sie ein Ziel mit einem tödlichen Wurf, der Axt als Vogelscheuche verkleidet. Das Attentat muss bemerkt werden, Ihre Verkleidung muss bemerkt werden. Kehren Sie zu einem nicht komprimierten Zustand zurück, ohne die Verkleidung zu wechseln. Eliminieren Sie ein Ziel mit der Klavierseite. Eliminieren Sie ein Ziel durch Ertränken. Eliminieren Sie ein Ziel. Oh mein Gott, Chat, I hate you. Eliminieren Sie ein Ziel mit einem mit dem Heuballen, während Sie als Vogelscheuche verkleidet sind. I hate you, Chat. Okay, ihr dürft wählen. Also ihr wählt jetzt aus, wie ich spielen muss. Also als Vogelscheuche muss ich gleich dazu sagen, können wir nicht Silent Assassin machen. Das geht nicht. Wir können aber Vogelscheuche... wir können Vogelscheuche mit der Axt kombinieren und mit Aufscheuchen. Also wir können 2 Sachen kombinieren. Leute, also, wir machen danach wahrscheinlich noch eine Runde, ne? Also, ist nicht so, als wenn wir, also, ne? Streichquartett sagen viele Leute. Okay, wollen wir Streichquartett einloggen? Das heißt, wir töten alle Ziele mit einer Klavierseite und müssen Silent Assassin rausgehen. Sind wir damit fein? Streichquartett ist fast zu easy. Mhm. Na klar. Streichquartett ist super easy, ja. Ich glaube, du hast noch nicht wirklich viel Colorado gespielt. Okay. Also machen wir Streichquartett. Jetzt kommt die nächste Frage. Was ist die Challenge? Die bestimmt ihr auch. Also ihr könnt jetzt beispielsweise, nur als Beispiel, Dizzy, du hast 1 Stunde Zeit, Streichquartett zu schaffen. Oder Dizzy, du hast 5 Versuche. Also denkt immer daran, es muss realistisch sein. Es muss realistisch sein. Twitch Prime is not a crime. Moinsen.
Streichquartett, ohne bemerkt zu werden, ansonsten Level neu starten. Also Silent Assassin. Ne, mit einer Hand spielen geht nicht, weil spielen Maus und Tastatur. Das funktioniert nicht. Acht Versuche in 45 Minuten. Mit Augen zu. Silent Assassin in 10 Versuchen. Das ist schon tight. Alter, 10 Versuche. Zehn Versuche, nur Klavierseite. Nur im Anzug geht Klavierseite nicht. Das funktioniert in dem Level nicht, Nicknacks. Also nur im Anzug geht, aber nur im Anzug Klavierseite. Hier sind so, also wirklich, ich möchte mich da nicht rausreden. Ich würde diese Challenge annehmen. Aber Colorado hat wirklich sehr, 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 sehr viele NPCs. Und schon alleine nur in das Haus reinzukommen, ohne dass sich jemand sieht, ist fast unmöglich. Also das ist wirklich fast unmöglich im Anzug mit Klavierseite. Aber 10 Versuche, Silent Assassin, also Silent Assassin ist ohne bemerkt zu werden, nur 3-mal Verkleidung wechseln? Okay. Also 10 Versuche, 3-mal Verkleidung wechseln? Ist das ein Deal? Okay. 10 Versuche, 3-mal Verkleidung wechseln, Streichquartett. Ja? Ja, ja, hallo, Nicknacks, jetzt übertreibt man nicht. Jetzt musst du ja nicht gleich noch wieder... Hallo? Ich habe ein Dreivierteljahr nicht gespielt. Ich habe ein Dreivierteljahr nicht gespielt, du Arsch. Okay. 10 Versuche, also 10 Versuche, Silent Assassin. Ich darf mich nur 3-mal umziehen. Error, bist du zufällig da und könntest eine Dings aufmachen? Eine Vorhersage? Ist das möglich? Ansonsten mache ich das fix selber. Vorhersage ist offen. Dann geht schon mal rein. Ach so, Vector ist die Sniper-Mission, okay. Warte mal, kann das sein, dass das HDR hier gerade nicht vernünftig funktioniert? Oh ja, hier war das HDR ein bisschen zu hart auf dem Game. Dann müssen wir hier kurz mal ein bisschen... Oh, ich hab grad richtig Bock da drauf, Chat, ne?
250.000 Punkte, gib dir Mühe. Ich bin erstmal nur mit 20.000 reingegangen. Wow. Alright, Chat. Let's go. Good morning, 47. We have a lead on the Shadow Client. ICA White Hats have traced the anonymous data received by our clients to one Olivia Hall, brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental terrorist and explosives expert wanted for a series of public bombings. Rose was spotted near the scene of Thomas Cross's kidnapping, which makes him our prime suspect for the Shadow Client. Spurred by Eric Soders, the ICA Board of Directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate Sean Rose, along with three other prominent militia members. Ezra Berg, retired Mossad interrogator. Penelope Graves, former Interpol anti-terror analyst. And finally, Maya Parvati, former assassin and gunrunner for the Tamil Tigers. I'll be honest with you, 47. I consider Eric Soder's reasoning hasty and ill-advised. Now, we cannot go against the wishes of the board, but we can conduct our own investigation. Whether a direct threat to the ICA or not, we need to know the Shadow Client's true agenda. I will leave you to prepare. Danke, Diana. I will leave you to prepare. Entschuldigung, aber wir gehen erstmal nur im Anzug. So, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Möchtet ihr an dem Denkprozess teilhaben? Fragezeichen? Bestimmt, oder? Also, wir haben folgende Probleme. Wir haben folgende Probleme. Also, ein Ziel befindet sich in einem Garagenhäuschen. Dieses Ziel ist relativ simpel mit der Klavierseite zu töten, weil wir währenddessen, also wenn wir das machen wollen, können wir einfach den Guard, der mit ihm in dem Häuschen drin ist, können wir einfach rauslocken und dann können wir ihn wegmachen. Der zweite, Sean Rose, der hat einen kleinen Tick und eine Störung. Und durch den Tick und die Störung hat er die ganze Zeit einen Bodyguard bei sich. Und dieser Bodyguard folgt ihm über die ganze Karte. Der Bodyguard steht bei ihm zum Beispiel im Haus, wo es halt am simpelsten wäre, ihn zu töten. Steht er die ganze Zeit im Schlafzimmer und es ist fast unmöglich, diesen Bodyguard rauszunehmen und ihn zu verstecken, weil in dem Haus keine Versteckmöglichkeiten für Leichen drin sind. Sean Rose ist auch gleichzeitig noch am Testen von Sprengstoff und da hat er auch den Guard und nebendran stehen noch 5 weitere Personen. Das heißt, Sean Rose wird ein Problem, weil wir den Guard rausnehmen müssen. Maya Parvati rennt die ganze Zeit im Kreis um die Karte und hat 2 Guards um sich rum. Die trifft sich zwischendurch auch nochmal mit wem anders und führt mit dem Dialog und hat dann 2 Guards, schickt sie weg. Von dort kriegst du sie aber auch nicht raus. Es gibt eine Möglichkeit, wo sie sich mit einem FBI-Doppelagenten treffen möchte. Und dieser Doppelagent trifft sich in dem Erdbeerfeld, in dem Pfirsichfeld, was da ist. Aber bei dem Pfirsichfeld sind noch 3 weitere Agenten, plus die 2, die mit ihr die ganze Zeit rumlaufen. Wäre aber die beste Möglichkeit, sie rauszunehmen. Oder wir übernehmen die Disguise von dem, also die Verkleidung von dem Typen, mit dem sie sich treffen will. Und dann kommen wir aber zu einem anderen Ort, wo nur 2 weitere Leute sind und da können wir sie wegmachen. Da ist aber die Frage, ob man sie dort verstecken kann. Die andere Frau, die wir noch töten müssen, mir fällt ihr Name gerade nicht ein, die ist die ganze Zeit in der Scheune. Die ist die ganze Zeit in der Scheune und bewegt sich
sehr selten da weg und hat die ganze Zeit auch einen Bodyguard dabei. Und die mit der Klavierseite zu töten, ist auch nicht so einfach. Das heißt also, Colorado ohne die Klavierseite mit nur dreimal des Geist wechseln, ist gar nicht mal so einfach. Es wird viel beobachten sein, Chat. Wir spielen natürlich auf Meister, logischerweise. Alles andere ist Kindergeburtstag. Okay, let's go. Let's go. Penelope Graves war der Name. The militia has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The Shadow Client appears to unite specialists and radicals from all over the map, mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however. So to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert. Ist laut genug, Chad? Good luck, 47. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz meine Tasten alle wieder durchfinden, weil wir spielen ja jetzt seit neuestem mit Maus und Tastatur. Okay, das dürfen wir nicht machen. Okay. Erstmal locken. Okay, das ist das. Das ist Sprinten. Das ist das. Das ist die Waffe. Tab ist durchseppen. Okay, sollte gehen. Alright, machen wir erstmal Easy Target. Hatte ich doch mal die Taste belegt zum Überwinden. Ah, hier. That is Sean Rose, terrorist turned insurgent. Nitroglycerin, or 1,2,3-tritrinitroxypropane, is a pretty unstable liquid. Screw up, and it will take your arms clean off. Luckily for you, the batch we have at the munitions depot is chemically desensitized. About as safe as it is. So, I need you to be careful with the mixture. Add a little bit of talc. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich kenne die Taste nicht, die ich brauche. Okay, was? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Ego Jaff Dicey 47.
Put your hands over your head. Nice and slow. Move, move! Ist natürlich wieder genau das passiert, was nicht passieren sollte, aber schön. 9. Wir sind bei 9. Lucky, dankeschön für 3 Monate. Willkommen zurück. Es ist natürlich wieder genau das eingetreten, was nicht soll. Na gut. Helen Moinsen. Hitman wird es nicht mehr geben. Das hier, Hitman 3 war der letzte Teil. Sie arbeiten gerade an einem James Bond-Spiel. Das war Tidy Tide. Moin's Bernie. Mogadishu, huh? Hell of a baptism by fire, man. You're telling me. I'm impressed. Die wird auch richtig krass. Hitman für VR gibt's rumkugeln. Brauchen noch ein bisschen. Scheiße, hier ist nichts. Dann müssen wir das so machen. Dann müssen wir das so machen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. What the? Oh,
like this. Yep, I'm awesome. That is Ezra Berg, former Mossad interrogator. His services are in demand at the moment. Come on, turn around. What? Sehr gut. Command, thought I heard something. Checking it out. Over. Top dollar. Oh, das nicht. Das ist nicht gut. Welcome to Colorado. Das ist nicht gut. Hier sind auch nirgendwo Werkzeuge. Check it out. That's a big 10-4. Hey, hold up! Hold, you are not supposed to be here. What the fuck? Stop right there! NPCs, why? Why you do this? Nee, hier ist keiner. Keine Sorge. Alles gut. Okay. Oh nein, 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 oh nein. Don't you fucking dare. Nein. Waste the time. Ja, so, sehr gut erkannt. Sehr schön. Sehr gut. Okay, change of plans. Der möchte nicht mitspielen. Welcome to Colorado 47. Welcome to Colorado 47. Change of plans. Ich kann auch nichts dafür, dass wir mal in die Ecke gucken. Kann ich nichts dafür.
ich auch nicht durch. Moin, ich bin da. Wie geht's dir? Zwonkers, moin, ich grüße dich. Und das war knapp. Das war knapp. Jetzt gehen wir erstmal kurz auf Kuchen. Das ist das, der legt das da rein. Das ist Gas. So this test that Rose has planned seems kind of cruel, doesn't it? I mean, I'm no softy or anything, but it feels excessive to me. She's got it coming. Okay, die Option können wir auch wegfallen lassen. Expect to be accepted. Tests are in order, man. Yeah, sure, I get that. But playing on her past with Interpol like that, I don't know, man. So I just hope the technician knows how to act. She used to be the enemy. I don't have any sympathy for that. I'm sure he'll be fine. Okay, können wir Werkzeuge? Danke. Da war eine Kamera, hier kann ich lang gehen, das ist alles gut. That would be Burgess. That would be Burgess.
enough security. Oh, das wäre natürlich jetzt brillant. Ja, und damit ist sie der Moment wieder gone. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Die Zema, die C-Hype. Das ist halt richtig, richtig tight, das Zeitfenster hier. Okay, Klavierseitmann ist auf jeden Fall nicht so einfach. Alright, this is doable. Up and running. Nein, jetzt habe ich die Verkleidung genommen. Scheiße, das wollte ich nicht. Na, ist egal. Geht nicht anders. Das war nicht der Plan. Ich muss pullern. Druck auf den Kessel. Ich glaube, ich habe noch nie in Hitman jemanden mit der Klavierseite getötet. Ist das Ezra Burke? Yes, sie ist. Seen this kind of resistance and conditioning in old Cold War operatives. Think, Ezra. Fuck, wie mach ich denn die Klavierseite los jetzt hier? Berlin, way. You don't want to be too close to me. Bad sorry. Yeah, soldier boy. Yo. I'm done with you. I need help with this guy. He could blow the entire operation. Wieso zum Fick funktioniert die Dings nicht? Oh, jetzt hört mir bitte nicht, ich muss Q nehmen. Oh! Fuck, ich hab mich selber gerade gekeckt. Oh nein, ich habe mich gerade selber gekeckt. Oh nee. Fuck. Welcome to Colorado. Ich habe die Klavierseite noch nie benutzt.
Ich hab die scheiß Klavierseite noch nie benutzt, Chat. Ich hab mich gerade selber Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Hitman, Pock. Man hätte vielleicht mal eine Runde spielen können, um sich warm zu machen, um wieder mit den Mechaniken klarzukommen. Naja. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Fokus Butterblume, DC Cake. Oh, Herr Binetta, danke schön für 85. Peter Moin, ich grüße dich. Und Andy Fein, Dankeschön für 33. Thumbs up. Das war ein bisschen... Das ist too tight. Vielleicht ist er da. Very close. He's through the door. Schiffen wie, also, es muss richtig schiffen. Ich muss so doll schiffen. Klavierseite ist wirklich, also... Also sie können wir irgendwo hier, glaube ich, machen. Würde ich jetzt mal behaupten. Da drinnen... Okay, wartet mal kurz. Da drinnen, da kommen wir nur rein, wenn wir... eine Disguise mitbringen. Lass mal kurz überlegen. Da kommen wir nur rein, wenn wir eine Disguise holen. Da oben kommen wir nur rein. Also da hinten kommen wir nur rein, wenn wir auch eine Disguise holen. Alles andere sollten wir eigentlich mit dem hier erledigen können. Wir brauchen drei. Sie ist halt, glaube ich, wirklich die beste Möglichkeit, das irgendwie hier zu machen. Sie dann da hinzulocken oder so, weil... wir können ihre Leiche, glaube ich, im Vorraum verstecken. Ja.